Ja, hallo zusammen. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, was das hier ist. Ihr habt es in all meinen Videos gesehen und heute ist der Tag, wo ich das euch gerne mal vorstellen möchte. Und ich würde mal sagen, los geht es. So, also das hier, Leute, das ist meine Büchersammlung. Und wir haben hier verschiedene Kategorien, hier Karl-May-Bücher, Technik und so weiter. Und das werde ich euch jetzt mal alles genau im Detail vorstellen. Beginnen wir doch mal hier oben. Also hier ganz oben sieht man die Bongos, die habt ihr auch schon gesehen. Und hier haben wir Karl-May-Bücher. Manche sind in einem guten Zustand, manche eher weniger gut, aber dennoch lassen sie sich lesen. Dann gehen wir eine Reihe weiter nach unten. Hier ein bisschen Tröten und Turner und anderer Stoff, genauso hier auch. Und jetzt gehen wir hier zu dieser Reihe, denn wir haben hier Technik- und Elektronikbücher. Und das wertvollste Buch in dieser kompletten Reihe hier ist das hier, denn das ist von 1929 und handelt von Maschinenbau aus dieser Zeit. Zu erwähnen ist noch hier die Chronik des Zweiten Weltkrieges, das ich hier liegen habe. Dann gehen wir hier weiter nach unten und man sieht, ich habe hier Traktorenbücher en masse, denn ich bin ein großer Traktorenfan und auch hier haben wir ein absolutes Highlight, und zwar diese Bücher hier. Und das ist die Geschichte von der Firma Lanz. Man kennt sie, die berühmten Lanz-Bullock-Traktoren. Und auch zu erwähnen sei hier dieser das Schlüter-Buch, auch sehr zu empfehlen, denn das handelt von der Firma Schlüter, auch sehr gute Traktoren. Und wenn wir jetzt eine Reihe weiter nach unten gehen, dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen Technik- und Museumsbücher und eine Enzyklopädie und ein bisschen Werkzeugkoffer. Und ja, jetzt gehen wir zur nächsten Reihe hier. Also wir haben hier Handbücher für Musiker von Musikproduktiv. Und man kann es hier sehen, 2004 bis 12, also auch schon ein bisschen älter. Dann haben wir hier einen Thriller und ein paar andere Bücher. Dann haben wir hier Zeitschriften von Metal Hammer, Hard Rock, EMP und andere. Und dann haben wir hier Bücher über Musikinstrumente und Musik in generell, also hier ein schönes Buch über die Musikautomaten in den Technikmuseum Sinsheim und Speyer, sehr schön. Und dann haben wir hier ein Musiklexikon und hier das Lexikon der Musikinstrumente und hier die Wabaröhre. Dann gehen wir hier eine Reihe weiter nach unten und zwar habe ich hier Orgelbücher en masse und zwei davon sind die wertvollsten Bücher in meiner gesamten Sammlung, und zwar die grünen hier, diese fast schon türkisfarbenen Bücher. Und zwar handeln die von der größten Orgel der Welt, die sich in Atlantic City in der Boardwalk Hall befindet. Und hier in dem Buch erfährt man alles über die Orgel, die Disposition und, also ganz viele, viele sehr gute Informationen. Dann habe ich hier noch verschiedene Orgelbücher aus verschiedensten Bereichen. Hier zum Beispiel Orgeln in Altbayern, Berlin, hier dann am Niederrhein, neuzeitliche Orgeln hier am Niederrhein. Auch ein schönes Buch. Ja, also ich bin ein großer Orgelfan
Und deswegen habe ich hier auch ein paar schöne Orgelbücher. Dann gehen wir hier weiter nach unten. Wir sehen hier es ganz gut. Guinness World Records Bücher aus verschiedenen Zeiten. Dann haben wir hier Klammern, Abstandhaltsklammern, die mit dem Rack-System und mit den Beckenhaltern und so weiter und so fort mitgeliefert worden sind, die ich gar nicht brauche. Deswegen habe ich sie alle abgeschraubt und habe sie dann hier unten hingelegt. Da haben sie ihren Platz. So, jetzt gehen wir hier eins weiter. Hier eine schöne Rosenquarzlampe, eins von meinen Stativen. Dann gehen wir hier weiter nach unten und hier sehen wir ein bisschen Percussion und so weiter. Und hier haben wir was ganz Interessantes, und zwar die schönsten Orgeln von 2014, und das ist ein Kalender. Hier werden nicht nur die Orgeln beschrieben, sondern natürlich auch das Datum und so weiter, die Monate und, wie es sich halt für einen normalen Kalender gehört. Aber es werden halt auch die Orgeln beschrieben, deren Disposition und so weiter und so fort. Und ja, auch die Kollegen, die diese Orgeln spielen, werden auch beschrieben. Und jetzt kommen wir zum Schluss von der ganzen Büchersammlung. Und zwar, wir sehen es hier, Edelsteinbücher. Und ich zeige jetzt euch mal, warum das der Fall ist. So, da müssen wir jetzt hier mal hingehen. Und wir sehen es hier schon. Ich habe hier eine Edelsteinsammlung. Verschiedene Mineralien, Edelsteine und so weiter und so fort. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von den Edelsteinen. Und ich habe da auch schon sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen. Und deswegen habe ich hier ein paar Edelsteine, die ich absolut mag. Und deswegen habe ich hier auch diese Edelsteinbücher da unten liegen. Und eins davon möchte ich ganz besonders hervorheben. Und zwar das hier. Der Kosmos Mineralienführer. Ein ganz, ganz wichtiges Buch in meiner Karriere als Edelsteinsammler. Denn da gibt es alle Mineralien, alle Edelsteine zu sehen, und das Besondere ist, sie werden auch richtig gut und schön beschrieben, und das ist einfach klasse, dieses Buch. Also wer ein Edelstein-Fan ist, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall holen, wenn es noch irgendwo verfügbar ist. Also der Kosmos Mineralienführer, ein wirklich schönes Buch, und darin sind ein paar schöne Fotos, unter anderem von Opalen. Und ich habe mich darin verliebt, in den Opal, durch dieses Buch. Und seitdem bin ich totaler Opal-Fan und habe auch ein paar Opale in meiner Sammlung. Und jetzt gibt es einen Bonus. Und zwar, ich habe hier euch noch was zu zeigen, und das tue ich jetzt auch. So, ja, hier haben wir eine große Sammlung von verschiedenen Schlagzeugzeitschriften. Also der meiste Teil hiervon ist Drums und Percussion, aber ich habe hier auch ein paar Stick-Zeitschriften drin liegen, irgendeinen anderen Kram. Und hier habe ich verschiedene Kataloge von verschiedenen Beckenfirmen und so weiter und so fort. Auch sehr interessant. Ja, also liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat,
dann lasst mir einen Like da, dann gebt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal und leitet den Kanal weiter. Bitte sehr, sehr, sehr wichtig. Bitte, bitte leitet diesen Kanal weiter, denn es hilft dazu, diesen Kanal deutlich größer zu machen. Also nutzt die Chance, leitet den Kanal weiter. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Anschauen, fürs Kommentieren und. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao!